Ein entwurzelter Baum, ein verwüsteter Vorgarten, die beschädigte Fassade eines Wohnhauses. Das ist das Ergebnis eines Unfalls im Sörewalder Ortsteil Wattenbach. Laut Polizei hatte der unter Alkoholeinfluss stehende Fahrer am Mittwochabend gegen 22.20 Uhr im Gefälle der Welleroder Straße auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Mercedes verloren. Er kam in Höhe der Hausnummer 55A nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte schließlich gegen die Hauswand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Im Haus war zum Zeitpunkt des Unfalls niemand. Nachbar Peter Weber hatte den Schaden am Donnerstagmorgen entdeckt. Ich reglas nach, da kommt man nach Hause und denkt, es ist alles in Ordnung. Und was findet man? Ja, ein Klotz, Marmorklotz oder ein Rest davon, von so einer Figur. Und man weiß nicht, wo das herkommt im ersten Moment. Und dann geht mir der Sache nach und da sieht man, ah, beim Nachbar hat das immer gestanden, aber das sind 25 Meter weg. Wie kommt das hier runter? Dann sieht man hier den Rest, dass er irgendwo ein Unfall war mit einem Auto oder so. Wie hoch der entstandene Schaden auf dem Grundstück ist, ist bisher noch nicht bekannt. Laut Polizei entstand am Unfallwagen ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.